Internationale Spezialitäten aus dem R-Markt Inaltötting. Täglich eine große Auswahl von über 2500 Artikeln. Frische Wurst, Käse und Gemüseangebote. Jeden Donnerstag frischer Fisch, zum Beispiel Räucherfisch, Lachs, Kaviar, Karpfen. Frisches Brot nach osteuropäischen Rezepten. Frisch aus der Bahnhofstraße 6 bis 8 Inaltötting auf Ihren Tisch. Direkt aus dem R-Markt Inaltötting. 75 Jahre Fischereiverein Burghausen, das ist ein Grund zu feiern. Wir sprechen jetzt gleich mit den beiden Vorständen über die Arbeit, die ein Fischereiverein so das Jahr über zu tun hat. Am Sonntag, den 22. September, hatten die Fischer die Burghauser Messehalle fest im Griff. Der Fischereiverein Burghausen feierte sein 75-jähriges Jubiläum. Mit fast 900 Mitgliedern über alle Generationen hinweg war die Messehalle den ganzen Tag über gut gefüllt. Wolfgang Schneidermeier, erster Vorstand, freut sich sehr über das Jubiläum und die volle Festhalle. Wir danken den Leuten, die gekommen sind und unserem Verein damit und zeigen, dass eben wir es wert sind, unterstützt zu werden, unsere Vereinsziele. Und wir sind eben ja auch ein Naturschutzverein, das ist ganz wichtig zu sagen. Wir setzen uns für bedrohte Fischarten ein und versuchen eben unsere Gewässer intakt zu halten und geben da auch einiges an Geld aus. Was kann man sich denn da drunter vorstellen, wenn du sagst, ihr gebt so auch viel Geld aus dafür? Wir haben letztes Jahr die Deindorfer Lacke, ein Altwasser am Inn, es ist in Niederbayern unten, für 200.000 Euro Gesamtkosten renaturieren lassen. Das heißt, es wurde mit einem Schlammsaugbagger entschlammt auf einer Tiefe von 2 Metern. Die Anbindung an den Inn ist wiederhergestellt worden. Und es hat schon das erste Jahr jetzt gezeigt, also die Fische ziehen rein zum Laichen. Das ist jetzt wieder ein ideales Laichgebiet und Aufwuchsgebiet für Jungfische. Eben auch bedrohte Arten wie den Nährfling zum Beispiel, den wir mit dem Artenhilfsprogramm unterstützen. Wir setzen im Jahr, gesponsert vom Fischereiverband Bayern, über 5000 Nährflinge ein. Einsämmerig, das ist einfach zur Wahrung der Vielfalt im Fischwasser. Und Vielfalt, das ist natürlich bei allen Flüssen was Wichtiges, aber wenn wir jetzt einmal in Burghausen bleiben, da war ja neulich ein Artikel in der Zeitung mit einem sehr großen Fisch, der aus dem Wörsee gezogen worden ist. Ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Ja, das war ein Waller mit 1,70 Meter. Der Waller, muss man sagen, ist ein Profiteur des Klimawandels. Er liebt warme Gewässer. Und wir haben den Waller in Inn und Salzach, vor allem im Unterbereich und in den Altwässern. Im Merkler Badesee ist er genauso drin wie im Wörsee. Aber große Waller lassen sich auch nicht ganz leicht fangen. Aber wir haben jedes Jahr einige auf der Liste. Wir haben Waller-Spezialisten. Einen weiß ich, der hat schon 5 schöne, massige Waller. Also er hat eigentlich gar schon was mehr, aber die 5, die haben über 1 Meter und der größte 1,60 Meter, also das lässt sich schon anschauen. Und die Fischer, das ist eine Gemeinschaft, die haben nicht nur miteinander draußen was zum Tor und dann Spaß, nein, die sind jetzt auch in der Messehalle herin zum Jubiläum zum Schafkopfen gekommen. Ja genau, wir haben ein Schafkopfrennen veranstaltet, weil das kommt im Publikum sehr gut an. Wir haben 13 Partien heute zusammengebracht und was bei uns eine Attraktion ist, der Tischbeste kriegt bei uns einen gereihten Fisch. Das ist schon mal wert, dass man kommt und dass man spielt. Und natürlich spielen wir auch die ganzen Geldpreise aus und haben dann noch Sachpreise. Und das ist wirklich eine Attraktion zu dem Fest dazu. Und zu dem Fest sind ja auch Ehrengäste geladen und auch befreundete Fischereivereine. Gerade sind die Salzburger gekommen. Ja genau, die Salzburger sind natürlich im Umfeld auch noch Fischereivereine, ob das die Mühldorfer sind, die Salzburger, die aus Überackern und so weiter. Ja, die sind natürlich herzlich eingeladen und sind auch der Einladung gefolgt. Das ist doch was Schönes. Und was wird heuer noch gemacht vom Fischereiverein, gerade wenn es so zum Jahresende hinausgeht? Passiert noch irgendwas heuer? Ja, wir haben noch einige Besatzmaßnahmen vom Artenhilfsprogramm. Da gehen noch die Ruten ab. Aalrute, eher ein unbekannter Fisch, aber wäre ein sehr guter Speisefisch. Aber nicht so einfach zu fangen. Vor allem im Winter, man muss im Winter rausgehen, da gehen die Fischer nicht mehr so gern hin.
Da sind wir noch im Angebot. Es werden noch eben die Nährflinge geliefert. Wir kriegen noch Huchen. Das ist auch jetzt eine bedrohte Fischart. Natürlich eine sehr schöne Sache, wenn man einen großen Huchen fängt, aber die sind natürlich nicht so zahlreich. Aber wir versuchen eben den Bestand mit Besatzmaßnahmen auch hier zu stützen. Und so schließen wir frei nach Olaf Lüken den Beitrag mit einem Gedicht. Ich kannte einen jungen Dorsch, klug, stolz und auch recht forsch, zuckte grad nicht noch ein Fädchen, er wurmte ihn und er biss zu, jetzt ist er ein Fischstäbchen. Ja, und wenn man natürlich beim Fischen erfolgreich ist, dann kann es auf dem heimischen Grill natürlich auch so wunderbar ausschauen. Aber für alle, die das nicht ganz so schaffen, gibt es natürlich regelmäßig einen Steckerlfisch. Und mir, ich glaube, wir nehmen uns jetzt auch gleich einen mit. Internationale Spezialitäten aus dem R-Markt in Altötting. Täglich eine große Auswahl von über 2500 Artikeln. Frische Wurst, Käse und Gemüseangebote. Jeden Donnerstag frischer Fisch, zum Beispiel Räucherfisch, Lachs, Kaviar, Karpfen. Frisches Brot nach osteuropäischen Rezepten. Frisch aus der Bahnhofstraße 6 bis 8 in Altötting auf Ihren Tisch. Direkt aus dem R-Markt in Altötting.